Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Surviving Mars. Ich grüße euch. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt zu diesem neuen Projekt, was ich euch jetzt starten möchte mit euch zusammen. Ja, Surviving Mars ist ein ziemlich geiles, ziemlich neues Spiel, das demnächst rauskommt. Und ich wollte mit euch einfach mal reingucken. Neues Spiel. Ich werde das Ganze relativ normal laufen lassen. Und zwar werde ich mal Folgendes machen. Wir werden Europa nehmen. Da weiß ich nicht, was ich auswählen soll. Ich lasse es mal auf zufällig. Wir wollen Final Countdown nehmen. Geheimnis auch zufällig. Schwierigkeit 120% aktuell. Und jetzt gucke ich mal gerade noch. Ferngesteuerter Transporteur. Ich weiß schon ein bisschen was, ja, von dem Ganzen, aber so alles weiß ich halt auch noch nicht. Wir haben keine Frachtkapazität, das heißt, wir müssten hier was rausschmeißen wollen, wenn wir denn hier weitermachen würden. Ich nenne das Ganze jetzt mal Zwergon 1, ja, das ist die Zwergon 1, die erste Rakete. Die nächsten Raketen und Drohnen und was der Geier, was nicht alles noch kommt, das, meine Lieben, wird durch die VIPs benannt werden, ja. Wir haben jetzt aktuell 3,8 Milliarden Zwergtaler noch offen. Und wir gucken jetzt mal gerade. Ich würde gerne weniger Maschinenteile mitnehmen. Oh, das bringt uns aber gar nichts, ne? Oh, der ist sehr, sehr schwer. Okay, dann lassen wir das mal Standard. Lassen wir mal Standard. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz hier, wo wir landen möchten. Ich habe mir ausgesucht, irgendwo Richtung Äquator. Also so um den Äquator rum. Schwierigkeit um die 100%, damit man mal so ein Feeling dafür kriegt, war meine Idee gewesen. Aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja hier nie. Jetzt gucken wir mal gerade hier unten, wäre es ziemlich gut. Da gibt es aber sehr wenig Metalle hier auch. Hier wird es besser. Aber es gibt sehr viele Staubstürme. Mal gucken, ob ich das hinbekomme mit dem 100%. Ich glaube eher nicht, oder? Gucken wir mal schnell, wo wir hier landen möchten. Hier war es gerade ganz gut, aber da gibt es sehr wenig Ressourcen. Aber sehr viele Staubstürme hier wieder. Das ist so eine Auswahl, die muss man mal treffen. Gibt es auch wahnsinnig viele Meteoriten. Ich würde die lieber gegen Sandstürme tauschen. Ah, hier kannst du natürlich mit der Schwierigkeit auch extrem spielen, ne? Also das ist ja phänomenal. Kältewellen, ja gut, das ist halt eher, man muss da halt so ein bisschen aufpassen, wo man so seine Kolonie setzt. Aber wir finden schon noch den perfekten Start für uns. Es ist irgendwie, wirkt gerade so ein bisschen random alles für mich. Hier unten gibt es sehr viele Meteoriten. 200% ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Ich hätte gerne weniger Meteoritengefahr. Staubstürme sind relativ okay für mich jetzt erstmal. Hier vielleicht in dem Bereich noch ein bisschen gucken. So vielleicht, aber hier gibt es auch wenig Metalle für uns. So wäre es okay, oder? Machen wir mal so. Hier. 10 Grad Nord, 176. Okay. Wir starten hier mal einfach rein, meine Lieben. Das ganze Ding ist ein neues Projekt hier auf dem Kanal. Das wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen. Auch über den Release. Welcome to Mars. Danke. Auch über den Release noch hinaus. Mal ganz kurz gucken, wo haben wir denn hier? Wir haben hier 62 Metalle, das ist wichtig, und 700 Beton. Und da müssen wir nämlich ein bisschen gucken. Das hier ist Metall, meine Lieben, die zwei Sachen. Und das hier oben ist Beton. Und wir müssen unseren Lander jetzt so hinbekommen, dass der irgendwo dazwischen liegt. So, machen wir das mal so. Hier vielleicht.
kann auch gerne ein bisschen... Haben wir hier sonst noch irgendwelche aufgedeckten Ressourcen? Nee, ne? Okay, pass auf. Dann machen wir jetzt Folgendes, damit wir hier Platz haben. Will ich den nicht mittendrin parken, sondern wir parken den hier oben mal. Da haben wir hier nämlich diese ganze Fläche jetzt erstmal Platz. Und da kommt dann nämlich runter unser... Oh, schönes Ding, ha? Da landet es. Die Zwergon 1 setzt auf dem Mars auf, meine Freunde. Da ist es passiert, Freunde. So, Kamerasteuerung kennen wir uns aus. Das ist alles kein Problem. Und da kommen unsere ersten Sachen raus. Unter anderem auch unsere kleinen Drohnen. Hallöchen. Oh, wie schön. So, den fahren wir gleich mal auf die Seite, damit er nicht stört. Denn zum Erkunden hat er gerade noch nichts. So, Sektorscannen sollen wir machen. Ich würde mal schauen, was haben wir hier. Da ist auf jeden Fall der... Der hat am meisten Platz. Danach der, danach der. Und danach gucken wir uns hier oben die Ecke mal an. Aktive Forschung, die wird immer pro Spiel generiert. Ja, aber da könnt ihr mal gucken. Ich mache meistens gerne irgendwas, was uns nicht sowas wie hier, was uns nicht gleich Maschinenteile oder sowas kostet. Raketenfracht haben wir auch wichtig. Ich habe mir das Spiel vorher anhand der Entwickler-Streams mal ein bisschen angeguckt. Das Spiel ist auch bereitgestellt von den Entwicklern, damit ich es vor Release schon mal spielen darf, für alle die, die sich das fragen. Der ferngesteuerte Transporter baut Ressourcen schneller ab, okay. Automatische Sensoren ist auf jeden Fall immer das Erste, dass die brauchen keinen Strom und müssen nicht gewartet werden, finde ich immer sehr interessant. Auch die Low-G-Turbinen, ja, finde ich ziemlich interessant. Auf der Erde erscheinen mehr Bewerber, ist mir noch wurscht. Auch die verbesserte Forschung finde ich sehr wichtig. Drohnenhubs werden mit zwei zusätzlichen Drohnen gebaut. Das ist auch ziemlich geil. Vor allem, weil wir relativ bald Drohnenhubs brauchen werden. Upgrade-Vaporatoren. Wassererzeugung um 50% erhöht und mehr Kapazität. Machen wir das mal so. So, okay. Sektor gescannt, das ist der hier, den kennen wir uns auch. Das ist unser Heimatsektor. Und jetzt, meine Lieben, machen wir erstmal Folgendes. Wir fangen jetzt erstmal locker flockig an. Und zwar, wir werden jetzt als allererstes mal die Produktion einen Betonextraktor bauen. Und den werden wir jetzt so reinlegen, dass er möglichst am meisten, weil hier kriegen wir eh nur einen rein, dass er möglichst am meisten Ressourcen rausfarmt. Und das macht er hier eigentlich. So, der hat keine Kabelverbindung, das wollen wir jetzt auch noch lösen. Das heißt, hier wollen wir noch ein Stromkäbelchen langlegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht. Mal so vielleicht. Lassen wir das mal so laufen. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Und zwar komme ich hier lang. Ja, hier wird es ein bisschen knapp alles. Okay, gut. Und zwar, diese Dinger verschmutzen im Bereich um sie rum alles. Das macht die Sache jetzt nicht einfacher. Ja? Wir machen das mal so. Jetzt gucke ich mal gerade. Wir haben hier noch Reichweite. Okay. Denn ich möchte jetzt nämlich Folgendes machen. Und zwar, ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal Saft auf der Pumpe hier. Wir bauen jetzt hier mal zwei große Solarkollektoren. Und einen Stromakkumulator, die speichern die Energie, die wir jetzt produzieren. Sollen sie auch. Bauen wir einen mal her und den fahren wir jetzt einfach irgendwo hin, damit er halt erstmal nicht stört, weil momentan haben wir noch nichts, was wir bräuchten. Und unsere fleißigen kleinen Drohnen bauen jetzt hier diese Metalle ab. Schaut euch das mal an, wie geil, hä? Das ist so cool, oder? Es ist einfach nur so geil. Und da kommen die jetzt her, weil nämlich sie brauchen diese Metalle ganz dringend sogar. Ja, weil sie nämlich zum Beispiel hier dringend 6 Metalle brauchen, um überhaupt erstmal den Betonextraktor fertigzustellen. Da aber jetzt momentan alles gerade sau wichtig ist, lassen wir das einfach mal so laufen. So, hier haben wir zum Beispiel verfügbar noch 33. Ja, also da müssen wir ein bisschen haushalten mit den wenigen Metallen, die wir aktuell haben. Bauen können wir noch längst nicht alles, meine Freunde. Und jetzt werden hier die ersten Stromkabel am Boden platt gemacht. Da wird auch gebaut. Zack, das ist die ersten fertig.
Und das machen unsere Jungs und Mädels hier ganz, ganz fleißig und eifrig. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Das Zeug hier ist für gar nichts gut. Das ist einfach Maßgestein, so wie hier hinten oder wie hier. Ja. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen rausscrollen, wir haben jetzt hier relativ wenig, also wir haben jetzt so Mittelgebirge und hier außenrum haben wir relativ viel Platz. Also hier oben auch sehr viel Platz, gerade auch hier unten oder hier, wo wir gestartet sind, tatsächlich auch sehr, sehr viel Platz. Und das werden wir jetzt halt einfach mal so ein bisschen... Ja, wenn wir halt jetzt mal so ein bisschen laufen lassen, das Ganze. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier reicht oder ob wir hier tatsächlich nochmal ein Stromkabel brauchen. Müssen wir mal gucken, ob das hier angebunden werden kann. Was wichtig ist, wir haben hier momentan 4 Milliarden Geld, 400 Forschung in dem Prosol, also pro Tagesumlauf. Ja, produzieren tun wir gar nichts und Standardressourcen haben wir auch nicht mehr viele. Das ist unser Status Quo, den wir aktuell haben. Kolonisten haben wir keine und Eigenschaften und so weiter haben wir auch noch nichts. Das kommt alles erst später. So, gucken wir mal. So, das würde sich anbieten, wenn unsere Drohnen dann nichts mehr zu tun haben, dass wir dann solche Vorkommen einfach standardmäßig hier irgendwo in ein zentrales Lager oder sowas umwandeln. Aber das dauert noch ein bisschen. Die fahren jetzt erstmal ihren Weg, ja, und die kann man umbenennen eben, ja. Und das finde ich ziemlich cool, denn die kann man natürlich dann auch eben, ja, die müssen wir auch umwandeln, müssen wir dann auch umbenennen in halt eben, keine Ahnung, wer auch immer sie sein sollen, ja. Und hier sehen wir zum Beispiel, hier möchte ich eine Aufladestation bauen, damit sich unsere kleinen Drohnen natürlich auch aufladen können, finde ich auch wichtig. So, und die arbeiten sich hier einen Wolf dafür, dass das hier klappt. Unsere kleine Expedition ins Unbekannte. Was ich generell schon mal ziemlich cool finde. Und ach, das ist einfach diese Atmo, die hier ist. Die ist so cool. Das ist einfach, ich mag das. Ich mag sowas unfassbar gerne. Allgemein, so wie das gestaltet ist, gefällt mir. So, okay. Soweit, so shiny. Das Ding ist jetzt fast fertig. Ein Metall fehlt hier noch. Ich weiß nicht, lädt das Schiff hier auch? Oh, die haben Sachen drin. Sammle Exportgüter 30. Warte auf Betanken. Okay, das Betanken ist unser erstes großes Ding, das wir hier haben. Wir wollen die Zwergon 1 wieder betanken. Dann können wir es dann nämlich wieder abheben lassen und wieder mit neuen Gütern wieder landen lassen. Das Ganze kann man... Universallager, ja. Das ganze Ding kann man hier machen. Wir haben jetzt noch eine zweite Rakete, die wir noch... So, verfügbare Raketen 1 von 2. Das heißt, wir haben eine Rakete, der könnte man noch eine neue Frachtrakete holen und die halt eben landen lassen. Gerade wenn wir irgendwo knapp an Ressourcen sind und das nicht mehr selber lösen könnten, dann wäre das soweit, hier eine zweite Rakete zum Beispiel eben auf dem Landeplatz hier oder was landen zu lassen. Oder vielleicht auch hier unten, weil einfach mehr Platz ist. Und das wäre dann so ein Ding. Ja? Was wichtig an Forschung ist am Anfang, sowas wie den Tiefenscan fände ich sehr, sehr wichtig. Aber den haben wir noch nicht. Wenn ihr den Forschungsbaum sehen wollt, warte mal kurz. Warte. Ich habe es gerade eben, hatte ich es gehabt. Hier haben wir zum Beispiel noch hängende Gärten, weil wir Biotech sind. Okay, alles klar. Und ihr seht schon, also es gibt hier vieles zu forschen. Das ist alles, wie gesagt, random. Ihr könnt da jedes Mal was ganz anderes haben. Oh, es hat sich verbunden. Okay. Und die funktionieren nicht, weil kein Strom da ist. Das ist blöd, weil die Dinger noch nicht stehen. So, gucken wir mal schnell. Aber das klappt doch. Guck mal her, unsere Drohnen. Das gefällt mir. Das ist cool. Ich mag sowas. So, meine Lieben, lasse die Drohnenspiele beginnen. Es geht zwar jetzt gerade auf die Nacht zu, aber das macht ja nichts. Dafür bauen wir ja eine Batterie, damit wir das Zeug weglagern können. Jetzt lass uns mal gucken. Und? Fertig? Angeschlossen. Okay. Nee, dahin. Stromknappheit, minus 5 Energie. Da ist das Problem. Also wir haben momentan Bedarf, können den aber nicht decken, weil wir gerade mitten in der Nacht sind. Ja? Ein Tag auf dem Mars entspricht etwa 25 Stunden auf der Erde, okay? Und wir sind gerade mitten in der Nacht im Prinzip, ja? Also es beginnt gerade so die glorreiche Nacht auf unserem Mars am ersten Tag quasi.
Und ferngesteuerter Erkunder, den werden wir später noch brauchen. Ja, und unser größtes Hauptziel, was wir momentan haben und was wir machen müssen, ist im Prinzip eigentlich relativ einfach erklärt. Wir müssen eigentlich gucken, dass A, unsere Gebäude immer funktionieren. Ja? Später dann auch, dass diese großen, wir können so Biodomen, so Standardkuppeln bauen, da wohnen dann Menschen drin und dass die dann auch immer versorgt sind, weil ansonsten gehen die Jungs und Mädels da drin nämlich ziemlich schnell ex. Wir können zum Fernreise. Da ist irgendwas eingestürzt, glaube ich. Zur Fernreise können wir dann auch später Tunnel bauen. Ja, das ist auch ziemlich interessant. Und das hier wird uns, die Produktion wird uns jetzt die erste Zeit wahrscheinlich am meisten beschäftigen. Sowas wie Edelmetall noch nicht so dringend, aber Polymere zum Beispiel wäre schon ziemlich geil, wenn wir die selber herstellen können. Die müssten, haben wir aber noch nicht, also wir können sie mitbringen, ja, von der Erde. Oder wir können halt die Forschung so weit treiben, dass wir sie hier auf dem Mars selber bauen können. Was insgesamt alles sau wichtig ist. Und jetzt, was machen die da gerade? Beladen mit nichts. Ah, wir haben jetzt das Problem, ja. Wir brauchen hier Beton für. Und der kommt noch nicht, weil der Betonextraktor keinen Sprit hat, weil die Nacht ist. Das ist so ein Moment, da beschleunige ich jetzt mal, bis zumindest die ersten Tagesstrahlen oder ersten Lichtstrahlen hier auf den Mars treffen. Einfach weil ansonsten warten wir uns hier einen Wolf und es passiert nichts. Und das möchte ich euch nicht antun. Ja? So, jetzt warten wir mal ganz kurz. Wir haben gerade Stunde 5. Okay. So. Vorgeschlagenes Gebäude. Der Drohnenhub ist eine stationäre Kommandozentrale, die mehr Drohnen als der ferngesteuerte Rover kontrollieren kann. Du solltest in jedem deiner größeren Außenposten einen Drohnenhub errichten. Ja, das machen wir auf jeden Fall. So, jetzt ist gleich alles fertig. Stündliche Produktion noch nichts. Nochmal beschleunigen. Yay! We got energy! Das ist sehr cool. Okay, wir produzieren jetzt 24 Beton. Und da muss man dazu wissen, dass der auch Geröll abbaut. Also wenn man sich das jetzt mal anguckt. Der fährt jetzt hier dieses Ding aus und produziert halt eben Beton. Das ist so geil. Das ist so cool einfach. Genau, auf jeden Fall, das produziert dann, das wird hier abgelagert. Ja, hier echte Betonbrocken. Und der gräbt sich jetzt halt immer tiefer dann auch in diesen Schacht rein. Aber er produziert auch Gesteinsgeröll. Und das muss man nämlich jetzt auch nochmal gucken. Und zwar brauchen wir hierzu einen so Mülllager letzten Endes. Da, eine Mülldeponie. Die können wir hier oben irgendwo parken, wo sie nicht auffällt weiter. Unerforschter Sektor. Ach, da können wir noch nichts bauen. Hier können wir es bauen, theoretisch. Dann lass uns das doch mal hier irgendwo. Da zum Beispiel hier. Sollte man vielleicht nicht so weit wegbauen, ne? Lass uns das mal hier irgendwo ranbauen, wo es nicht weiter auffällt. Da haben die Drohnen hier auch nicht so viel Weg. Dann können die das hier alles zwischenlagern. Hier ist für 70 Ladungen ist hier Platz theoretisch drin. Dann können die halt eben diesen Müll, der hier abgelagert wird, können die dann halt nehmen und wegschaffen. Aber schaut euch mal diese Details an. So cool einfach alles. Es gefällt mir gerade so unfassbar. Gut, damit beginnt jetzt auch dann der tägliche Kampf ums Überleben. Nämlich zum Beispiel der hier, der braucht gerade Saft. Ja, hat er nicht. Gut. Okay. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Folgendes. Und zwar möchte ich ein Universallager aufbauen, aus dem wir unsere ganzen... aus dem wir unseren ganzen Bedarf eben hier lösen. Das heißt, hier wird unser Lager dann... Warte mal, den können wir hier irgendwo hinbauen. Da soll dann erstmal alles zwischengelagert werden, was wir produzieren, damit es dann in der Kolonie selber verteilt wird. So, und unsere Jungs und Mädels... Die zapfen sich hier erstmal an. Oh, das ist so geil. Das gefällt mir einfach. So, braucht natürlich auch ein bisschen Saft, klar. Und da sehen wir auch das größte Problem gleich am Anfang. Wir brauchen enorm viel Energie, um das alles hier am Laufen zu halten. Und deswegen baue ich jetzt nochmal einen.
Das Gute ist, an diesem Universallager, da lagert alles ein. Ja? Das heißt, es ist Platz für so ein bisschen alles, aber halt für nichts Richtiges. Ihr könnt natürlich auch spezialisierte Betonlager bauen oder sowas. Da ist halt einfach dann nur Platz für dieses eine Produkt drinnen. Ja? Gerade Treibstoff oder sowas kann da Sinn machen, das nicht im Zentrallager unterzubekommen, sondern halt woanders zwischenzuparken. Jetzt gucken wir mal, 55% haben wir von dem unteren Radius hier gescannt. Aber genau, das, wie gesagt, kommt dann alles soweit später erst. Und hier wird jetzt, ihr seht schon, hier wird jetzt eben alles aus unserem Mutterschiff, aus der Zwergon 1, wird hier alles quasi rausgewurschtelt, ja, und wird hier jetzt in unser Universallager eingelagert. Damit ist das Schiff dann demnächst leer und unser, wie gesagt, Hauptaugenmerk sollte dabei liegen, erstmal unser Schiff zu betanken. Dafür brauchen wir dann, wir haben es mitgebracht, eine Treibstoffraffinerie. Haben wir eine, verbraucht 5 Strom und ein Wasser, ja, und braucht zur Wartung Maschinenteile. Das sind diese hier, ja. Die brauchen wir. Aber wir haben auch einen Feuchtigkeitsvaporator dabei. Das heißt, wir könnten in die erste Spritproduktion, könnten wir eigentlich dann mal einsteigen bei Gelegenheit. Da muss ich aber sagen, da will ich dann nochmal gucken, dass wir halt hier ein bisschen mehr auch hier oben vielleicht unseren Sprit aufbauen. Und damit der halt eben nicht hier unten noch rumsteht, weil hier den Platz, den brauchen wir dann wahrscheinlich auch für was anderes. Oder hier oben vielleicht. Also die Startposition ist gerade sehr, sehr schön, muss ich sagen. Zumindest glaube ich, dass sie schön ist. Ich weiß es natürlich noch nicht. Aber wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall sowas wie Maschinenteile werden wir relativ dringend brauchen. Wir können auch mal gesamt angucken. Polymere, Maschinenteile, Beton haben wir jetzt schon 6. Strom haben wir ein bisschen plus. Und das wird eben in unserer Batterie gespeichert. Gespeichert haben wir jetzt 14,4. Geladen wird damit 4,8. Sollte unser neues Solarpanel hier dann verfügbar sein, wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr verfügbar. Das Problem an der Sache ist, und das wird uns wahrscheinlich recht bald betreffen, wir haben keine Metalle. Das heißt, mit unserer nächsten Rakete, die da wohl kommen mag, sollten wir auf jeden Fall irgendwas besorgen, was aus der Ferne Metalle besorgen kann. Ich sehe jetzt natürlich noch nichts, aber es liegt auch daran, dass wir die Sektoren um uns herum einfach noch nicht erforscht haben. Und wie das funktioniert, das erfahrt ihr alle in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Bis dahin will ich sagen, verlasse ich euch erstmal oder bleibe ich euch gewogen mit den Bildern aus unserer Kolonie und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.